Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Am besten setzt ihr euch gleich hin, denn die besten Plätze sind noch alle frei und es ist kein Mensch hier. Wir haben also schön unsere Ruhe. Bestellt euch was zu essen und zu trinken und dann kann es eigentlich auch schon losgehen, denn ich habe ein ganz besonderes Thema rausgesucht. Doch bevor es losgeht, habe ich hier die Umfrage aus dem letzten Video und dort war gefragt, wer ist stärker, Mordor Orks oder Isengard Uruks? Und da haben die meisten mit glatter Mehrheit gesagt, ganz leicht Uruk-hai. Und dem kann ich nur ganz zustimmen, denn sie sind viel kräftiger, besser ausgerüstet und noch aggressiver als normale Orks. Stimmt doch bitte wieder ab in diesem Video, schreibt einfach eure Antwort unter meinen Kommentar. Doch jetzt kommen wir zum Thema. Und zwar hat sich ein Fan etwas gewünscht, und zwar war die Frage, welche Schlacht war gewaltiger? Die Schlacht von Minas Tirith oder die Schlacht der fünf Heere? Und damit beschäftigen wir uns heute. Minas Tirith ist eine wichtige Stadt für Gondor und der Sitz des zukünftigen Königs Aragorn, aber Sauron hat es auf diese Stadt abgesehen. Er will sie brennen sehen und die Menschen dort versklaven und töten. Also baute er eine riesige Armee im Mordor zusammen, aber diese Armee war ganz besonders. Sie war einzigartig. Es mussten nämlich so viele Orks erschaffen werden, wie es nur möglich ist. Auch die Menschen aus Khand, Ostlinge, Haradrim und die Korsaren von Umbar waren mit dabei. Dadurch wurde die Armee nochmal eine ganze Ecke stärker, denn wenn man noch Menschen, also böse Menschen, mit auftreibt, die sind ja doch ein bisschen stärker wie normale Orks. Und somit hat Sauron seine ideale Armee aufgebaut. 3019 des dritten Zeitalter war es endlich soweit. Das war ein ganz besonderes Jahr und die ganzen Mordor-Orks und Soldaten generell, die dazugehören, wurden hinausgeschickt. Sie sollten endlich Gondor komplett vernichten. Und das war kein Problem, denn jede Siedlung, jedes Dorf wurde komplett überrannt unterwegs und Gondor hatte gar keine Chance. Auch Osgiliath, eine ganz wichtige Stadt, konnte nicht gehalten werden. Aber dann standen die Orks vor Minas Tirith und sie waren endlich bereit zu kämpfen. Mit allen Soldaten, die Mordor hatte oder zumindest auftreiben konnte, kam man auf eine Zahl von 150.000 Soldaten. Und diese Armee bestand aus Orks, Trolle, Haradrim, Ostlinge, Khand und Korsaren. Diese Armee steht gegenüber von 3000 Soldaten, die von ganz Gondor herbeigezogen worden sind. Und dann auch nochmal 700 Soldaten von Prinz Imrahil. Und dann kam noch die Verstärkung, und zwar die 6000 Soldaten von Rohan. Am Ende gibt es aber trotzdem ein Happy End bei dieser riesigen Zahl, und zwar die Guten gewinnen und das Böse wird vertrieben zurück nach Mordor. Jetzt kommt die Schlacht der fünf Heere und mal gucken, ob die Schlacht der fünf Heere diese gewaltige Zahl toppen kann. Die Schlacht der fünf Heere fand erstmal 2941 des dritten Zeitalters statt, also vor der Schlacht von Minas Tirith. Bolg hat nämlich angefangen, eine riesige Armee aufzubauen, zusammen mit Sauron, und der Auftrag war es, die Zwerge zu vernichten. Doch die Schlacht fing schon ganz chaotisch an, denn als Smaug komplett vernichtet wurde, hatten die Menschen der Seestadt keine Heimat mehr und deswegen haben sie gedacht, die Zwerge könnten sie vielleicht unterstützen und deshalb wanderten sie zum Erebor. Ja, aber leider waren auch die Elben dann dort und wollten dann ihren Anteil am Schatz. Wenn sie den nicht rausrücken, marschieren sie in den Berg ein. Doch dann kam natürlich König Dain mit einer riesigen Armee von den Eisenbergen und die wollten halt die Elben davon abhalten und somit ging dann halt gleich der Streit los. Die Elben und die Zwerge kamen dann aufeinander zu. Doch bevor die Schlacht richtig anfangen konnte, kamen dann die Orks und die haben sich dann gleich mal eingemischt. Und somit ist dann die Schlacht der fünf Heere entstanden. 25.000 Orks, Waage und Fledermäuse waren für den Kampf bereit und sie standen gegenüber von 1.000 Elben, 500 Zwergen und 200 Menschen sowie Adlern, deren Zahl nicht genau bekannt ist. Das ist noch eine relativ kleine Schlacht, wenn man sich das vorstellt. Und auch hier gab es ein Happy End. Und zwar wurden die Orks komplett vertrieben, die Zwerge haben ihren Berg zurückbekommen und die Menschen aus der Seestadt durften ihre Heimat neu aufbauen. Damit ist diese Schlacht deutlich kleiner als die von Minas Tirith. Also wir können final sagen, dass die Schlacht von Minas Tirith am gewaltigsten war und viel schlimmer war als die der fünf Heere. Und sie war auch sehr von Bedeutung. Denn wenn Minas Tirith gefallen wäre, hätte Gondor nicht lange standhalten können. Und dann wäre es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis sie in Rohan gewesen wären. So, dann trinkt nun in Ruhe aus und ich mache mich schon mal aus dem Staub, denn morgen muss ich wieder arbeiten. Das wäre auch alles zu meinem Video gewesen. Ich hoffe, euch hat es sehr gut gefallen. Lasst am besten gleich ein Like da, das würde mich sehr unterstützen. Und schaut auch mal bitte bei Facebook, Twitter und Instagram vorbei. Wenn ihr Interesse habt noch an besseren YouTubern, sag ich mal, die das gleiche machen wie ich, dann
Dann kann ich nur empfehlen, der Herr der Ringe Stories, Tolkien erklärt, Mythen aus Mittelerde und Artco. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Tschüss und macht's gut.